Wenn du von einem Kollegen oder einer Kollegin zu einem Google Doc eingeladen wirst, so erhältst du eine Mail, wenn du darauf klickst, beziehungsweise die Adresse kopierst. Ich mache das mit einem anderen Browser. So gelangst du darauf. Ich habe nun gar keinen eigenen Google-Account, trotzdem kann ich daran mitarbeiten. Das ist ein fast öffentliches Dokument. Jeder, der diesen Link hat, du siehst, er ist relativ kompliziert, den kann man nicht selber herausfinden. Jeder, der diesen Link hat, kann an dieser Datei mitarbeiten. Und hier kannst du nun ganz einfach eine neue Folie, zum Beispiel jetzt eben einen einfachen Text mit einer Grafik drin. Und ebenso kannst du ein Bild einfügen. Entweder ein Bild, das du auf dem Computer gespeichert hast, oder, und da zeige ich dir noch eine weitere Möglichkeit. Ich habe hier nämlich ein Bild des Eiffelturms, das ich direkt aus dem Internet einfügen möchte. Ich klicke darauf. Und hier klicke ich auf Bild in Vollgröße und diese Adresse, die kopiere ich. Entweder mit einem Rechtsklick, Befehl C oder eben wie gewohnt mit Bearbeiten kopieren. Und wenn ich jetzt zurückgehe in meine Präsentation, so wähle ich diese Option und füge diesen Link ein, klicke auf OK und du siehst, das Bild des Eiffelturms ist drin und ich kann die Größe noch etwas anpassen. Voilà, so sieht das doch ganz hübsch aus. Die Notizen zu dieser Folie, die kannst du mit einem Klick auf diesen Kopf eingeben. Stichwortartig. Also Eiffelturm, Wahrzeichen von Paris, erbaut 1800 sowieso und so weiter und so fort. Also das, was du nachher den Kolleginnen und Kollegen erzählen möchtest, das kommt hier hinein. Und dann kommt die nächste Folie erneut mit einem Klick auf das Plus und speichern kannst du jederzeit. Ihr könnt gleichzeitig an dieser Präsentation arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Google speichert da die Versionen von all diesen Benutzern gleichzeitig. Ja, und damit wünsche ich dir viel Erfolg beim Erstellen deiner Folien.